Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KCD Let's Plays. Wir machen uns direkt auf den Weg, würde ich behaupten, chillen hier gerade in Merhoyet und wollen jetzt natürlich erstmal zurück nach Hatay. Das ist ganz schön weit. Wir überlegen, wie wir am ehesten reiten. Hier kann ich halt ziemlich straight durchreiten bis nach Neuhof und dann runter. Das ist, glaube ich, schon am chilligsten. Ich glaube, so machen wir das, oder? Wo bin ich denn hier jetzt gerade? Ja, wenn ich das wüsste. Ist da vorne nicht dieses... Ja, da ist das Lager und so. Das heißt, wir müssen in diese Richtung hier. Ja! Ja, dann ziehen wir mal durch. Ja? Wir müssen eine Shit-Tonne Geld verdienen, damit wir unsere, ne, unser gutes Schlachtross Yenda noch weiter pimpen können. Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Ja, definitiv, gell? Ich muss Theresa unbedingt in ein paar Tagen erneut ausführen. Ja. Hier, eben. Na? Gebt mir doch mal einen zeitlichen Maßstab. In ein paar Tagen. Message angekommen. Ja, verstehe ich. Ne, sind wir doch alle dabei. In ein paar Tagen. Ready. Gar kein Problem. Regeln wir. Da wird sich Theresa noch wundern. Ja, bringen wir da auch noch ein wunderbares Kleid vorbei und sowas. Ist alles am Start. Was waren das für Spießgesellen? Irgendwie das Gefühl, die haben bei denen ist Böses im Busch. Eieiei, okay, also man muss schon sagen, Yenda zieht halt schon anders durch die Lande. So, hier ist irgendeine Mühle. Das sind die hier. Okay, ja, schon noch ein ganzes Stück hier, dass wir da spurten. Ja. Eben, Gaghütter, hältst du mit? Der hält schon mit, oder? Ich glaube, der hat auch eine gute Ausdauer mittlerweile. Ziehen hier häufig hart durch. Kann mir nicht vorstellen, dass der Gute da irgendwie Probleme kriegt oder dergleichen. Ja, hier an den Ort kann ich mich auch noch mega gut erinnern. Da sind wir damals hier komplett betrunken aus dem Wald rausgestolpert und hatten gar keine Ahnung, was irgendwo abgeht. Leider trifft es auf viel zu viele Episoden zu, aber ne, hier in diese spezielle Örtlichkeit kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da dieser kleine Doppelwegabschnitt, der letzten Endes doch nirgendwo hinführt und so. Das war schon lustig. War schon witzig, ne? Betrunken durch den Wald irren. Das müssen wir auch mal wieder machen demnächst. Da sehe ich uns. Okay, jetzt geht's hier in den Wald. Kleines Waldstück, genau. Aus dem Wald raus. Dann nochmal eine ganze Weile ja. Geradeaus. Und dann können wir auch schon bald nach rechts runter gen Süden reiten. Und ab nach Hatay. Wir waren jetzt echt lange nicht mehr in Hatay, ja. Das muss man schon mal fairerweise dazu sagen. Ich hoffe, der Bernhard ist ready für ein fettes Training. Ich hoffe, wir finden den Herr Hans, weil da hätte ich auch mal wieder Bock, ein bisschen mit ihm zu chillen. Steht vollkommen außer Frage. Schon mittlerweile, würde ich sagen, sind wir ja Buddies. Und entsprechend, na, ist einfach ein witziger Zeitgenosse, oder? Also ich würde behaupten, die ganzen Sachen, die wir bis jetzt mit ihm gemacht haben, waren irgendwie immer relativ unterhaltsam. Da habe ich schon auch mal wieder Bock drauf. So ist es natürlich nicht. Okay. Ja, und dann bin ich gespannt, was man hier noch alles ranpimpen kann. Irgendwie so ein Sattel mit Taschen oder so für mehr Carryweight oder dergleichen. Und irgendwie, wie sagt man denn so, so ein Pferdeharnisch? Das hat doch einen speziellen Namen, oder? Ich kenne mich da echt gar nicht aus, Leute. Wenn ihr wisst, wie sowas heißt, immer gerne in die Comments. Ein Pferdeharnisch, kann man das so sagen? Ist das dann auch eine Kyras oder ne, wie nennt man das? Ich glaube, eine Kyras ist eher so ein Brustpanzer halt, oder? Wir haben doch eine Kyras, oder? Haben wir nicht eine Nürnberger Kyras oder so? War das nicht der Fall? Ich glaube schon, gell? Wen haben wir da? Du hast doch bestimmt nichts gegen etwas Reibach machen, oder? Reibach, was denn? Haben wir hier nicht damals diesen ahnungslosen kleinen Rittersboy verprügelt? Das tut mir bis heute leid. Ja, ist ein Händler. Ja, moin. Was ist denn? Du siehst mir wie jemand aus, der nichts gegen ein kleines Abenteuer hätte. Und so jemanden suche ich. Alter, ich sag's mal so. Quest. Ich weiß, wie du an ein Vermögen gelangen kannst. An einen Schatz, wenn man so will. Und ich bin bereit, dieses Wissen mit dir für eine lächerliche Summe zu teilen. Ja, wir haben bloß leider gar kein Cash. Woher weißt du davon? Die Sache klingt nicht ganz astrein. Woher weißt du davon? Also, ich habe da einem Händler geholfen. Sein Wagen steckte im Schlamm. Als Dank, hat er es mir verraten. Er hat dir erzählt, wo er Geld versteckt hat? Ganz bestimmt. Nun ja, zu dem Zeitpunkt war er nicht ganz lebendig. Was? Ich will sagen, klar. Ich fand ihn tot in seinem Wagen. So haben mein Vetter und ich den Wagen befreit.
Und wie ich den Händler zur letzten Ruhe betten will, rutscht meine Hand versehentlich unter seinen Rock und ein Pergament verirrt sich in meine Finger. Du hast eine blühende Fantasie. Ja, definitiv. Warum holst du dir den Schatz nicht selbst? Ich verstehe das nicht. Warum holst du dir den Schatz nicht selbst? Du sagst das so leicht. Er ist bestimmt an einem abgelegenen Ort vergraben. Und überall treiben sich Halunken und anderes Gesindel herum. Da verhökere ich ihn lieber für ein paar Groschen, statt meinen Hals zu riskieren. Ich habe keine Zeit für Märchen. Märchen? Zur Hölle mit dir, ungläubiger Thomas. Ungläubiger Thomas. Wir haben jetzt quasi automatisch diesen Dialog ausgewählt, weil wir kein Geld haben. Sehe ich das richtig? Das heißt natürlich, wir müssen das anders machen. Zufällig lag da ein bewusstloser Händler. Und als wir ihn so plündern wollten, hat sich zufällig unsere Hand in seinem Rock verheddert, ne? Und zwischen Stock und Bällen etwas Interessantes gefunden. Ne? So in der Art war es doch, oder? Da stimmt ihr mir, glaube ich, alle zu. So, guck mal hier, Körper fallen lassen. Er hat doch die Karte bestimmt dabei, sonst könnte er sie ja schlecht verkaufen, oder? Er hat die jetzt nicht dabei. Oh, wie ärgerlich. Das heißt, es ist uns jetzt ein Schatz durch die Lappen gegangen, einfach weil ich nicht genug Geld dabei hatte und das automatisch dann in den Dialog reinskippt, in dem, ja, habt ihr ja alle mitbekommen, was jetzt passiert ist. Da muss ich jetzt ja nicht weiter ausführen. Ja, wir könnten hier schon ein bisschen was mitnehmen, um Business zu machen. Machen wir auch, würde ich behaupten, oder? Ja, was man halt so mitnimmt. Hier solche Geschichten. Okay, und dann sehen wir uns ein andermal, ha? Vielleicht hat er ja nächstes Mal nochmal Lust, uns noch was zu verkaufen oder so. Und hier das Diebesgut verkaufen wir ganz gechillt bei unserem guten alten Müller Peschek. Nicht wahr, Jenda? Ne? So wird's gemacht. Ich wusste gar nicht, dass man auf Pferden chillig reiten kann ohne Sattel. Ist das so chillig? Alter, ich hab so keine... Ich bin so ein Pferdelappen. Von nichts eine Ahnung. Und davon viel. Ja, ich glaube, wir müssen hier schon runter, gell? Alles klar. Also ich muss echt sagen, gell, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, wie viel schneller Yanda ist. Also es kommt mir immer noch sehr viel schneller vor. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin gespannt, ob das sich so in 2-3 Episoden, also ich bin mir auch gewissermaßen sicher, dass es sich dann irgendwie ändert, einkriegt, dass man das Gefühl hat, ah ja, so schnell waren wir immer. Ne? Aber jetzt gerade habe ich echt das Gefühl, Junge, wir haben schon einen Affenzahn drauf. Ja? Kann man gar nicht anders sagen. Sind schon gut unterwegs. So, jetzt müssen wir natürlich auf dem Weg von hier oben, deswegen war es auch gut, dass wir diesen Weg genommen haben, fällt mir jetzt gerade retrospektiv ein. Denn wir wollen ja Geld machen und um Geld zu machen, lohnt sich natürlich Retterschnäpse zu brauen. Und um Retterschnäpse zu brauen, müssen wir genau hier bei diesen beiden riesigen Bäumen oder mehreren riesigen Bäumen rechts rein und da unser Feld des Vertrauens bepflücken. Na, abhasseln, wie man auch so schön sagt. Na? War das noch ein Stück weiter oder ist das hier? Das war doch genau hier, oder? Oh ja, eben. Das war doch genau hier. Es wird sehr schnell gehen, dass wir nicht mehr rennen können. Alter Köter, bitte. Mach nicht ihn. Er ist, ja... Wisst ihr, er gibt ja auch nur sein Bestes so. Er will ja nur nah dran sein, vielleicht ein bisschen Sicherheit vermitteln und so. Aber Köter, das ist halt echt Hundekack, was du da machst. Ne? Ich würde halt auch gerne mal was pflücken. Wäre schon auch wichtig. Mhm. Ja, ordentlich Brennnesseln und Tollkirschen mitnehmen, gell? Könnten auch mal schauen, dass wir uns mehr Ringelblumenaufgüsse und solchen Stuff machen. Einfach, damit wir für zukünftige Gefechte auch ein bisschen gewappnet sind, wenn es darum geht, uns mal ein bisschen hochzuheilen und dergleichen. Denn die Verbände, ich glaube, die machen ja letzten Endes nur Blutungen weg, oder? Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe und heilen irgendwie vielleicht einen verschwindend geringen Anteil. Aber das eigentliche Heilen findet ja schon über irgendwelche Sachen statt, die halt HP zurückgeben. Also beziehungsweise recovern. Ja, das heißt, wir müssen da dann schon schauen, dass wir da entsprechend aufgestellt sind. Das wäre gar nicht schlecht. So, jetzt pflücken wir ja erstmal das ganze Feld leer. Das ist ja vollkommen klar. Ich finde, in leichter Montur sind wir halt schon auch ziemlich windschnittige Kerlchen, oder? Muss echt sagen, so schwere Rüstung. Ich verstehe eure Argumente. Gerade neulich die Schlacht gegen die 5, 6 Leute da oder 7 und 2 Hunde.
ja, hätten wir das mit leichter Rüstung oder so gemacht, hätten die uns so gottlos verprügelt. Also, ne. Hab da im Übrigen in der Kommentarsektion einige Kommentare erhalten, die gemeint haben, so, ey, P, eigentlich echt souverän geregelt. Finde ich voll krass. Also, ja, erstmal danke für das Feedback, aber es kam mir null so vor. Ich hatte das Gefühl, ich krieg da so eklig auf die Fresse. Also, ich bin mir sicher, da geht noch weit mehr, oder? Also, ich versteh's nicht falsch. Ich nehme diese Komplimente dankend an. Das will ich damit nicht sagen. Aber ihr stimmt doch bestimmt zu, dass da noch mehr drin ist, oder? Also, ich kann mich noch so an den Anfang entsinnen, wie die irgendwie einfach zu sechst auf mich eingeschlagen haben, als gäb's keinen Morgen. Und ich bin einfach von A nach B gehumpelt und getaumelt, weil ich nichts dagegen tun konnte. Da kann mir jetzt niemand sagen, dass das irgendwie cooles Gameplay war. Also, da muss doch noch mehr gehen. Also, ich hoffe auch innigst, dass da noch mehr geht, weil... Na? Okay, wir haben die Schlacht gewonnen, aber gut angefühlt hat sich's jetzt nicht, finde ich. Also, ich hatte schon trotzdem das Gefühl, dass wir zumindest am Anfang sehr, sehr hart auf den Sack bekommen haben. Dann hatten wir ja irgendwie das Glück, dass ein Teil von der Gruppe irgendwie sich so weggeklustert hat. Also, ein paar waren dann ja, haben so ein bisschen vom Kampfgeschehen abgelassen und sind irgendwie in den nächstgelegenen Wald rein und kamen dann später. Dann haben wir die dann quasi noch so im Einzel nackig gemacht. Aber ansonsten hätten wir da auch einfach keine Chance gehabt. Ja, also muss ich ganz fairerweise sagen, zumindest hatte ich nicht das Gefühl. Es war dann schon knapp gegen Ende, gerade auch der Hund hat nochmal meinen Arm kaputt gebissen, als gäbe es keinen Morgen. Ja, richtige Widerhakenzähne hatte der da, hat man ja gar nicht mehr wegbekommen. Das war schon echt auch verrückt, also da hatte ich gar nicht mit gerechnet, dass Hunde einem gewissermaßen so gefährlich werden können. Zumal ich echt immer wieder das Gefühl hatte, wenn du auf den einprügelst, dann machst du so deinen Hit. Und in dem Moment, wo du quasi getroffen hättest, wirst du einfach unterbrochen und der nuckelt dann halt an deinem Unterarm. Ja, das ist natürlich auch einfach nicht entspannt, kann man nicht anders sagen. Also würde ich jetzt niemandem empfehlen. Ich glaube, so ein Tier, das sich bedroht fühlt und dir irgendwie irgendwo reinbeißt und sich da gewissermaßen verbeißt, ich glaube nicht, dass das so viel Spaß macht. Da bin ich early mit euch, ja. Tollkirsche, rein da. Ja, in die Satteltaschen, genau. So, jetzt können wir hier wieder ein bisschen spurten. Und da ist auch schon direkt die nächste Tollkirsche. Und Brennnessel natürlich auch. Aha. Kräuterkunde, let's go. Vielleicht kriegen wir sogar bald mal wieder einen Stärkepunkt, oder? Kreuzheben ist ja durchaus hier und da sehr rentabel. Na, bin ich gespannt. Vielleicht so am Ende des Abpflückens hier. Mal guck mal. Ist echt... Na, eine super Location, um hier ordentlich reinzupflücken, gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem nicht easy manchmal, das so gut im Blick zu haben, wo denn jetzt noch was wächst. Ja, es piekt halt nur so minimal da raus. Aber es geht schon, wir kommen klar. Oh yeah, guckt mal, richtige Kräuterkundler sind wir. Ey, unsere Range beim Pflücken, die ist schon verboten. Die ist eine Frechheit. Also, da wird so viel gepflückt in so einem riesigen Radius. Das ist schon echt verrückt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das ziemlich früh sehr, sehr hoch zu ziehen. Also auch wenn ich mir da, glaube ich, direkt bei einigen Leuten das mit dem Let's Play so ein bisschen verscherzt habe. Also ich spreche nicht hier immer zu euch als Personen, die immer noch dabei sind. Ehre geht an euch raus, ihr wisst Bescheid. Das weiß ich sehr zu schätzen und das freut mich auch, dass es euch taugt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mal einige Zuschauende, also potenzielle immer noch Zuschauende, daran verliert, dass die einfach das Gefühl haben, ey, der Junge pflückt ja nur. Ja? Aber ich muss halt auch sagen, es ist schon ein fettes Business. Also, klar, wir haben mittlerweile immer wieder Gegner oder dergleichen, die mal so edle Schuhe oder sowas dabei haben, die direkt mal 1K wert sind oder irgendwelche Sprossen, die direkt mal 2K wert sind. Das ist, Sporen meine ich natürlich, das ist natürlich cool. Das ist natürlich auch einfach ziemlich schnelles Geld, kann man gar nicht anders sagen. Aber hier hast du halt null Gefahr. Du grindest Stärke und einen weiteren Attributspunkt plus dann noch Alchemie und beim Verkauf ja auch noch Redekunst und kriegst eine Shit-Ton Money. Also, ne, absolute Low-Risk-High-Reward-Geschichte, die wir hier betreiben. Also kann ich potenziell vielleicht an die paar Leute, die dabei sind, und neu im KCD-Game sind, beziehungsweise selber noch gar nicht gespielt haben, es vielleicht aber noch vorhaben, Stärke, let's go, kann ich nur empfehlen. Also würde ich behaupten, ist der einfachste Money-Grind, den ich tatsächlich aus vielen Spielen so kenne. Also in Skyrim zum Beispiel war immer mein Grind folgender. Ich hole mir irgendwas mit Seelenfalle,
ich hole mir Millionen kleine Seelensteine oder irgendwelche Seelensteine. Dann wird hardcore geerzt und dann schmiedet man irgendwelche Dinge, verzaubert sie, verbessert sie und verkauft sie und dabei levelst du letzten Endes ja den Fight, also den Bogen, weil du musst ja natürlich, also in meinem Fall den Bogen, weil du musst natürlich irgendwas abholen, um die Seelensteine zu füllen. Ne? Du levelst verzaubern, du levelst Schmiede. Das ist schon cool. Also das war auch immer eine ganz nice Combo, finde ich. So ein Trade. Ist immer so quasi so Produktionsketten in so Spielen. Immer erstmal identifizieren, rausfinden und dann abusen bis zum geht nicht mehr. Dessen bekenne ich mich schuldig. Ja, also komm, ja. Aber ich meine, wenn die halt auch Mechanismen anbieten, als ob man sie dann nicht mitnimmt. Na komm, das machen wir jetzt nicht. Muss auch mal einmal einfach friedlich pflücken hier. Echt, oder Köter, stehen wir mittendrin. Mittendrin statt nur dabei, gell? Klar. Kleine Köti-Liege. Rattenköter. Okay, na, wie sieht's hier aus? Guck mal, hier noch ein bisschen mehr Tollkirsche. Das ist doch der Hammer. Alter, da stehe ich jetzt halt auch wieder Monate am Braustand. Ja, muss ich jetzt überlegen. Ich habe gerade ein sehr enges Zeitfenster. Ich könnte jetzt noch genau die zwei Episoden dieses Tages aufnehmen. Ich habe ja heute Morgen noch die Episode aufgenommen, die erste ziemlich früh, direkt nachdem ich des Morgens einen wichtigen Termin hatte, der mir basically gar nichts gebracht hat. Also die haben mir nur gesagt, ja, hier läuft nicht, du musst woanders hin. Immer das Beste so. Ich will jetzt nicht auch am Telefon sagen können, Mann. So, ja, lief ein bisschen ungünstig, aber ne, ist egal. Danach war ich dann eine Episode aufnehmen, dann war ich beim Kieferorthopäden, zwecks meinem Retainer, der mir jetzt nicht mehr in den Mund schlitzt, das ist super. Das fühlt sich direkt frei an. Junge, smooth und easy, wisst ihr, wie ich meine? Alles geil, so lieben wir das. Moin, Babyschuh. Ja, snack mal da ein bisschen, gell, klar. Ja, genau. Also, ne? Und jetzt habe ich eben noch die Zeit hier für, ich sag mal, zwei Episoden. Und es wäre cool, wenn die nicht gottlos überzogen werden, sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich denke mir halt immer, es tut mir fast ein bisschen leid für euch, wenn dann so eine Episode rauskommt, man freut sich so übel. Alter, geile ja. Dreiviertelstunde, Peabody Williams in KCD, wie er irgendwelchen dummen Scheiß anstellt und wir uns als Veteranen zum 100. Mal an die Stirn langen und sagen, ey, P, mach doch einmal X oder Y. Und der P kommt immer wieder mit Z oder P. Ja, dann tut es mir immer ein bisschen leid, wenn ihr quasi so denkt, ja, mal eine Dreiviertelstunde und eine halbe Stunde davon stehe ich in irgendeinem Alchemielabor und bolz irgendwelche Tränke durch oder so. Das ist natürlich Quatsch. Ja, jetzt brauchen wir aber auf der anderen Seite auch irgendwo dieses Geld. Das heißt, es wird stark darauf hinauslaufen. Ich kann jetzt in dem Sinne vielleicht noch einen Zeitstempel machen. Oder ich sag jetzt, komm, ich nehme jetzt eine lange Episode auf, je nachdem, wie lange das dauert. Und ja, ich meine, wir haben jetzt ja unseren Quick-Dinger. Ich würde behaupten, es wäre ein Ding von 10, 15 Minuten. Ja, aber es sind halt trotzdem 10, 15 Minuten, wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht mache ich einen Zeitstempel rein, ja. Wäre mir jetzt in dem Sinne wichtiger, die zwei Episoden noch aufzunehmen heute, als jetzt gewissermaßen euch noch den Luxus zu bieten, eine Dreiviertelstunde zu haben und quasi eine optionale Viertelstunde hinten dran, bei der ihr mir zugucken könnt oder eben nicht, wie ich irgendwelche Sachen herstelle. Ne? So, und deswegen, wisst ihr, habe ich gewissermaßen ein Dilemma. Ja, ist dann immer schwierig. Ein Zeit-Entertainment-Dilemma. So, waschen wir uns hier erstmal im Rattentrog. Easy. So, dann ziehen wir natürlich wieder unseren gesamten Scheiß an, weil die dann ja immer sagen, oh, P, du bist so jung und wunderschön, feiern wir. Genau, soll ich mich jetzt nochmal waschen? Oder wäscht es das mit? Ja, nee, eben nicht, gell, klar. Macht Sinn. Denn ich meine, der Schmutz ist ja auch immer auf unserer Klamotte so. Und in dem Sinne, da wir jetzt was Neues angezogen haben wieder. Oder was weiteres angezogen haben wieder. Ja. Macht sich das dann natürlich bemerkbar. Ich muss etwas zu essen besorgen. Ja, ja, das ist der Magen, das ist okay. So, jetzt guck mal. Erstmal müssen wir hier was craften. So you craft stuff to mine with and mine stuff to craft with? Yeah, basically. Das ist unser Ding. Ja, wir haben es zwar nicht gemeint, aber wir haben es gepflückt. Das läuft aufs selbe raus. Okay, hier 921 Brennnesseln und Ratten und 30 Tollkirschen. Ich glaube, man braucht Tollkirschen zu Brennnesseln 2:1, oder? Also mehr Tollkirschen als Brennnesseln eigentlich. Das heißt, wir können circa, ich glaube, 51 oder 50 mal Retterschnaps machen.
Ja, das müsste eigentlich in 5 Minuten hier durchgebolzt sein, oder? Glaube ich jetzt schon. So lange geht's jetzt echt nicht mehr mittlerweile. Hier, wie war das nochmal? Lesen. Und dann automatische Trankherstellung. F, genau. Ah, nicht Schützentrunk. Ja, nee, wir wollen ja unser... Wir waren so lange nicht mehr her. Guck doch mal hier. Hier. Und zack und zack, genau. Dann wieder E-Lesen. Rein, rein. Ja, und so läuft jetzt unser Game halt eine kleine Weile. So, 4, 5, 6 haben wir jetzt. Mhm, let's go. Eieiei. Oh, Leute, ich habe mittlerweile einen Job in Aussicht, der absolut genial wäre. Das kann man gar nicht anders sagen. Das wäre schon echt fett. Wäre was, was ich gerne machen würde. Wäre was, was ich lohnen würde. Es wäre allerdings auch in Vollzeit. Ich muss dann echt mal schauen, wie ich dann mit meinem Leben zwecks Hobby so hinkomme. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich halte 3 Episoden pro Spiel, a 45 Minuten pro Woche, also 6 Episoden, also man könnte sagen circa 5 Stunden Entertainment für euch pro Woche, für unrealistisch. Ja, denn ich habe dann basically 2 Tage frei, halt Samstag, Sonntag. Dann will man ja auch an einem Tag mal irgendwie chillen, oder? Also ich glaube, das ist schon so ein Ding. Streamen würde ich auch noch gerne. Das kann ich dann natürlich auch abends nach der Arbeit immer gerne mal noch machen. Das ist ja keine Frage. Vielleicht dann auch für einen großen Teil von euch gewissermaßen cooler, weil, ne, halt nicht mehr irgendwie mittags, niemand hat mittags Zeit, außer Leute, die halt wie du gerade arbeitslos am Start sind, so, ne? Ja, nee, also ist so eine Sache für sich. Aber dann trotzdem quasi am Wochenende einen Aufnahmetag zu haben, an dem ich 4 Episoden, also für 2 Spiele 2 Episoden machen würde, das kann ich mir gut vorstellen. Für 2 Spiele 3 Episoden, boah, das wäre schon körnig. Ja, das sind schon mal knappe 6 Stunden Aufnahmezeit, da ich ja auch gerne mal hier und da ein bisschen überziehe oder so. Und noch dazu kommt ja dann der Schnitt und der Upload. Wenn ich das alles an einem Tag mache, ich glaube, das würde ich gar nicht hinbekommen. Ich glaube, das ist wirklich zeittechnisch einfach gar nicht möglich. Da muss ich dann echt mal schauen, mir noch was überlegen, wie ich das regle. Aber ich bin da guter Dinge, dass ich eine Lösung finde, mit der ich und vor allem dann auch hoffentlich ihr einigermaßen zufrieden sein könnt. Das wäre mir schon ein Anliegen, so ist es natürlich nicht. Wir haben hier gerade irgendeine Mission geupdatet bekommen, zwecks irgendeinem Vogt, oder? Und ich habe keine Ahnung, was da abging. Also ich habe es halt nicht mitgelesen, ne? Ist gerade zu sehr aufs Reden fixiert gewesen und gewissermaßen gedacht, wenn ich das jetzt zwischendrin vorlese, dann verliere ich den Faden und dann ist wieder blöd irgendwie. Deswegen habe ich es jetzt riskiert und wir gucken einfach nachher mal im Journal, ob wir da irgendwas finden, zwecks irgendein Vogt will irgendwas oder so. Oh, echt, oder? Köter haben wir es extrem schwer, gell? Wenn der doofe P hier 10 Minuten rumsteht und einfach irgendwelche Tränke braut. Aber es ist halt unser Game. So, ne? Da wird schon gut durchgepusht. Ich, ganz ehrlich, gell, ich muss ja sagen, rein spielspaßtechnisch würde ich hier an der Stelle behaupten, dass eine Mechanik, wenn du die Tränke ja automatisch herstellen kannst, die sagt, ey, du kannst ja auch einfach eintragen, wie viele Sachen du machen willst und dann braucht das irgendwie, weißt du, dann kommt so ein Loadscreen, es verstreicht so 1 Stunde und dann hast du das. Ist schon besser als das, was ich hier mache, oder? Also kannst mir doch jetzt nichts erzählen. Das wird doch wohl kaum jemand auf der Welt anders machen als ich. Als ob man jede Episode Bock hat, hier mal schnell herzupimmeln. Nee, man macht es einmal alle 20 Episoden und freut sich dann, dass man eine Weile ausgesorgt hat, oder? Also ich sehe das nicht, irgendwie hier jede Episode herzukommen und meine 5-6 Retterschnäpschen zu brauen oder so. Dann mache ich lieber einmal All-In. Ja, aber All-In ist hier halt echt ein ganz schön rattiges Unterfangen, sage ich jetzt mal. Also ich muss sagen, der Spaß, den ich gerade habe, boah, der hält sich schon ein bisschen in Grenzen. Naja, ich ziehe jetzt hier durch, ganz effizient, ja. Auch dieser Sanduhr-Dinger hier immer, ne? Du hast nicht alle Zutaten. Wir sind schon durch. Guck da mal, ne? Das ging jetzt sehr viel schneller, als ich dachte. Ist doch klasse. Guck mal, hier sonstiges. Zack, ab in die Pferdetasche, Junge, ne? Sonst ist nichts übrig geblieben. Nahrung, Retterschnaps, 104 Stück. Stimmt, wir stellen ja auch doppelt so viel her, klar. Ja, dann, ne?
Ja, damit haben wir wieder für immer ausgesorgt, oder? Also, come on, zählt mir doch nichts. Das ist schon immer eine ziemliche Menge hier. Dann machen wir, ich würde mal sagen, so, ne? Wie viele tun wir jetzt in die Satteltasche? Das machen wir hier gerade. Gell, wir tun jetzt mal. Ja, komm. Tun wir mal 50 in die Satteltasche. Dann verkaufen wir, was weiß ich, ne, 44, irgendwie sowas und ja, na dann ist Bescheid. Läuft unser Leben, glaube ich. Dann haben wir wieder Cash, dann haben wir genug zum Speichern und dann haben wir ein kleines Backup in Yendas Inventory. Na, Freund Nase, langes her, gell? Was benötigst du? Du, die Frage ist, was benötigst du? Lass uns handeln. So, pass mal auf. Ich hab dir nämlich Nahrung, Retterschnäpse bis zum... Er hat ja gar nicht mehr viel. 400. Das sind 11 Stück circa, oder? Dann machen wir da 11 Stück rein, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also 10, aber vielleicht gerade so 11, oder? Nee, ich glaube, es sind eher 10 und 11 ist schon zu viel, oder? Ja, 11 wäre zu viel. Okay, let's go. Dann, Warenkorb prüfen. Feilschen wir ein bisschen, dann kriegt er noch was obendrauf. Lässt sich was am Preis machen? Wer wir so nun Gönner sind. Versuchen wir es. Hier, guck mal, ne? Kriegst... Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Alter, wer ist denn er? Ah, ist die Ladenwache, vielen lieben oder? Dank. Hey, voll gerne. Genau. Okay, cool. Haben wir das, ne? Dann können wir da oben noch was verkaufen. Eben, Yenda, komm mal ran hier. Wir reiten schnell da hoch, denn ich bin überlastet und darauf habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Dann holen wir uns da noch schnell was zu snacken. Na? Dann können wir daheim mal pennen. Vielleicht noch was mit unserer guten Theresa machen. Ja, solche Geschichten, oder? Und dann nächste Episode vermutlich mal noch so nach Hans Frau. Obwohl, vielleicht kriegen wir das diese Episode Gott auch sei noch mit hin. Dir. Oder gucken, ob der Bernhard Bock hat zu trainieren. Irgendwie sowas, ne? Lass uns handeln, Alter. Und wir könnten ihn mal fragen, ob er zufrieden mit der Köchin ist. Ah, nee, wir haben die Köchin ja von ihm abgeworben, oder? Aber der Dialog bleibt da. Das ist ein bisschen komisch. Oder bringe ich jetzt gerade irgendwas durcheinander? Ah, jetzt bin ich mir gerade selbst nicht mehr sicher. Hier, Brot. Guck mal, wir schauen da mal rein. Das macht ordentlich satt. Haltbarkeit 4 Tage. Sattheit 17. Was? Verdammt. Ja, ich wollte doch nur... Ja, na, lass uns handeln. Genau. Zeig mal Nahrung, Alter. Ein Apfel. Der bringt quasi nix. Brezel, nee, nee. Also, ne, so ein Brot und Bröt. Brot ist schon einfach Baba. Ja, kann man gar nicht anders sagen. Brot ist echt klasse. Dann machen wir da in den Warenkorb. Nehmen wir mal 10 mit, oder? Ja, komm, nehmen wir mal 10 mit. Und dafür kriegst du richtig viele Retterschnäpse. Wie klingt das? Schau mal, er hat 1,5k. Ja, dann kriegst du auch deine 40 Retterschnäpschen hier, oder? Du erhältst 1,3. Ja, easy. So machen wir das. Ja, doch. Okay, guck mal, bei ihm kriegen wir schon viel weniger als bei unserem Trank-Dude. Hier sieht man es jetzt mal so richtig. Ja, jetzt habe ich so den direkten Vergleichswert. Das macht natürlich schon was aus, aber es ist uns egal, denn wie gesagt, na, nicht so mein Favorite-Spruch, aber... Lass uns über den Preis sprechen. Wir pissen das, also nun, jetzt mal ehrlich. Versuchen wir es. Ist ja nicht so, als hätte ich mich jetzt übelst angestrengt, um an diese 1,3k hier ranzukommen. Na, hier. Also, und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Nun denn, recht herzlichen... Jo, danke dir. Du kannst nicht sporten, wenn du überlastet bist. Ja, jetzt müssen wir erstmal ein Brot reinknallen hier. Na, schaufeln wir uns mal. Okay. Ordentlich welche rein. So, dann Yenda. Weiter geht's. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich sag auch einfach diesen Stadtnamen so gern. Ich finde, der hat irgendwie Power. Merhoyet. Boah, das feiere ich richtig. Muss ich ehrlich sagen. Finde ich, ist ein geiles Wort. Ein geiler Name, denke ich jetzt mal. Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Merhoyet, finde ich. Das hat einfach... Ja, das hat Power. Ich kann es nicht anders sagen. Hat einfach Power. Ob wir da dann auch diese Reitgear bekommen oder ob wir die basically bei jedem Pferdehändler kaufen können. Na, haut's mir gerne in die Comments. Ansonsten würde ich, bevor ich das nächste Mal aufnehme, auf jeden Fall meine Buddies fragen.
damit ich da nächstes Mal, wenn ich aufnehme, mich direkt drum kümmern kann. Das wäre natürlich cool, wenn man das direkt auch mal abgehakt hat. So, guck mal, dann haben wir hier noch Diebesware in unserer Satteltasche, oder? Scheiße, jetzt sehe ich gar nicht mehr, was davon die Diebesware war, oder? Boah, da haben wir echt auch ganz schön viel Shit, gell? Das edle lange Kettenhemd, wollte ich das nicht mal reparieren und dann selbst nutzen, weil es so geil war? Ja, da müssen wir uns jetzt auch mal noch drum kümmern. Übrigens, eine Sache, die auch noch relativ wichtig war in den Comments letztes Mal, war die Geschichte hier von wegen, ey P, guck mal, du hast ja hier von den Kumanen ein komplettes Set bekommen, denk doch mal nach, was du hättest damit machen können, dann wäre doch klar gewesen, dass du dich damit tarnen kannst und so. Ist natürlich retrospektiv immer leicht, sowas zu sagen. Ich würde aber behaupten, der Hauptgrund, weshalb ich dachte, dass das Quatsch ist oder beziehungsweise weshalb ich das gar nicht in Betracht gezogen habe, ist auch die Tatsache, dass die eine andere Sprache sprechen. Also, als ob die nicht merken, wenn da jemand im Lager ist, die spricht basically eine Person an und du bist instant aufgeflogen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Also, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das sonderlich naheliegend war. Das war halt ein Lager von denen, also liegt da halt auch eine Rüstung von denen. So, na, ich habe mir da einfach nicht mehr Gedanken gemacht. Aber, na, ihr habt schon recht, man hätte sich das denken können. Das stimmt schon, aber ich weiß nicht. Ich finde, so ultra klar war das jetzt nicht. Ich meine, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Casey die jemals die Option von wegen, yo, guck mal, du könntest dich tarnen und so irgendwie für weniger Aufsehen sorgen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Casey die diese Methode jemals irgendwie thematisiert, erahnen oder sonst wie hat nahelegen Dingsen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das so 100% klar war. Wir packen auf jeden Fall unsere kumanische Rattenrüstung in die Kiste. Obwohl die natürlich auch bei allem 100 hat, die könnte man natürlich auch astrein verkaufen, oder? Sollen wir den ganzen Kladderadatsch noch verkaufen? Ja, komm, oder? Warum jetzt lagern? Damit sie einfach staubig im Lager rumliegt. Macht doch auch keinen Sinn. Nee, kommt, ich lass das. Das ist eine dumme Idee. Dann packen wir sie lieber wieder hier rein und verkaufen die ganze Geschichte. Okay, dann würde ich sagen, pennen wir schnell. Wegen was genau bin ich denn jetzt überlastet? Kann doch wohl kaum nur an dem gewöhnlichen Kleid und dem Brot liegen, oder? Müssen wir uns mal wieder was reinziehen? Ist es schon wieder soweit? Wir haben natürlich auch einige Ringelblumenaufgüsse. Da könnten wir mal ein paar rüberpacken. Da reicht's ja, wenn wir irgendwie, ne, hier 4 im Inventory haben und der Rest liegt in unserem Pferd drin. Ja, passt, und dann sind wir auch schon wieder fit. Alles klar, ja, dann pennen wir hier mal, ha? Huh? Let's go. Okay, rein da. Ja, 12 Stunden durchknacken, Leute. Das ist jetzt wichtig. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, denn wir wissen ja schon, dass Theresa nicht so Bock hat. Morgens um 5, 6, 7, 8, 9 angesprochen zu werden. Die hat eher so, ab 10 ist so ihr Ding. Ja. Oh, bin gespannt, ob wir mal wieder einen Schlafwandler kicken. Da muss ich echt auch sagen, gell, ich fand's jetzt ziemlich witzig mit dem Schlafwandler. War schon hier und da einfach funny, so als Möglichkeit, dass das passieren kann. Gewinne das Turnier, wenn du kannst. Ja, Leute, ne? Kann ich immer gewinnen hier. Ja, aber ich finde ein bisschen schade, dass es so eine krasse Spotbegrenzung gibt. Ihr habt euch jetzt zwar entsprechend nicht mehr dazu geäußert, aber ich gehe mal stark davon aus, da wir jetzt schon mehrfach Doppelungen drin hatten, dass es so viele Möglichkeiten, wo du da hinschlafwandelst, halt einfach nicht gibt. Ja, das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe, warum das so ist. Das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, wenn man sowas programmiert und dann irgendwie Probleme hat. Aber na, du kommst irgendwo raus, wirst direkt verprügelt und dann ist das irgendwie dein letzter Save. Sowas, ne, ich glaube, davor graust es eigentlich allen Developern vor solchen Geschichten. Und vor allem uns als Verbrauchenden ist das manchmal nicht so cool, wenn man dann irgendwie keinen anderen Save hat und dann so mega eingesperrt ist in irgendeiner doofen Situation. Aber ich muss natürlich trotzdem irgendwo zugestehen, ich finde, es sind schon wenige Spots gewesen jetzt, oder? Also ich hätte mir schon vorgestellt, dass da, weiß nicht, ein bisschen mehr hätte da schon gehen können, finde ich. Also, ja, dann lernen wir noch ein bisschen, oder? So, pass mal auf, dann knallen wir uns hier hin.
Ja, dann haben wir da unten den Lernbonus. Jetzt gehen wir ins Inventory. Cause we so Tory. Der Traum des Alchemisten. Ja, hier, die Kunst des Aufbrechens. Lesen. Und dann lernen wir jetzt eine Weile, ha? Lernen wir so bis... Ach so, man kann maximal 3 Stunden lernen, okay. Dann lernen wir hier schnell unsere 3 Stündchen. Und dann hoffen wir mal, dass Theresa schon wach ist. Dann ist es kurz vor 9. Kann ich mir jetzt nicht erzählen, so. Weiß ich ja nicht. Aber man kann ja durchaus morgens schon produktiv sein, oder? Also selbst ich tue mir mittlerweile schwer, großartig länger als 9 Uhr zu pennen. Du hast verbessert jagen. Ja komm, du hast dieses Buch bereits ausgelesen. Alles klar. Na, die Kunst des Aufbrechens, Alter. So, sie pennt immer noch. Nicht im Ernst. Ja, okay, dann lesen wir weiter. Alter, wir lesen uns hier, während die auf ihrer faulen Haut liegt. Wisst ihr, wie ich meine? So, hier können wir 4 Stunden lesen. Aber wir sollen ja vormittags meistens zu ihr. Also lesen wir jetzt mal 2 Stunden, dann sind wir auf der sicheren Seite, oder? Dann ist kurz vor 11, dann ist sie auch wach. Im Idealfall. Und dann passt das schon, denke ich mal. Come on. Come on. Es wird gut. Es wird gut. Und haben wir was gelernt? Alchemie verbessert stark. Guck mal, okay. Dann aufstehen, escape. Und sie ist wach. Perfekt. Dann legen wir mal unser Schmückermaterial wieder ab. Ah, hier, zack. Rein da, so. Ah, die haben dieses Quest-Sternchen nur solange man sie nicht ausgelesen hat. Ich verstehe. Gut zu wissen. Zumindest sah es jetzt gerade stark danach aus. Wir haben Bock auf eine Wette, ja. Du bist wahrlich eine Augenweide. Hallo, danke gleichfalls. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Mhm. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Genau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Ja, ganz gut, aber sie haben keine Arbeit. Sie sind wohl auf, haben aber Probleme. Sie sind wohl auf. Die Mönche haben sie zusammengeflickt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für 2 faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Mm. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit, sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledetschko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Mach ich. Nicer Danke. Tipp. Nicer Tipp. Beschaffe Matthäus und Fritz Arbeit. Aufgabe aktualisiert. Stark. Das heißt, es steht direkt mit in unserem Questlog drin. Theresa hat gesagt, Müller in Ledetschko ist alt und gebrechlich. Vielleicht hat er Bock auf helfende Hände. Ja? Ich habe dir etwas mitgebracht. Komm, und jetzt dieses Kleid. Ich habe dir etwas mitgebracht. Kleidung. Gewöhnliches Kleid. Oder ist es zu gewöhnlich? Also ich find's schon schön. Komm jetzt, die muss doch irgendwann mal irgendwas feiern. Oh, wie schön. Danke. Ja, Alter, kein Thema, Mann. Okay. Möchtest du wieder etwas gemeinsam machen? Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja? Ja, ja, sie hat... Na, sie hat hier und da so und so Zeit. Ich kenne das, Theresa, gar kein Thema. Mir geht's nicht anders. Ich denke, wir alle kennen das. Okay, cool. Dann würde ich sagen, reiten wir mal schnell nach Hatay rein. Machen da ein bisschen Rambazamba. Gucken mal, ob wir noch ein paar Quests annehmen können. Gucken vor allem, ich hätte echt Bock auf den Herr Hans. Ja. Gucken mal, ob der Bernhard da ist für ein kleines Training oder so. Da hätte ich auch immens Bock drauf. Und ich würde behaupten, dass wir mal unser Schlachtross Yenda ein bisschen leer machen. Ja? Sachen, die da besser wären, reparieren lassen. Also besser als unsere Sachen, reparieren lassen. Und Sachen, die schlechter sind als unser Stuff, direkt mit Macken und Kratzern verkaufen. Ja, wisst, wie ich meine. Das ist jetzt so die Mission. Alter, Yenda ist echt schnell. Und schon gut am Heizen hier, ist ja gar keine Frage. So, guck mal hier. Okay. So, ich kann ja auch bestimmt von da drin aus ganz lässig auf unser Pferde-Inventory zugreifen. Oder? Na eben, weil das Game auch einfach so geil ist.
Dann holen wir jetzt mal alles hier rein. Ja, wir nehmen alles mit. Ja, alles rein, Leute. Alles rein. Aber ich glaube, so überlastet waren wir noch nie. Würde mich nicht wundern, wenn wir uns gar nicht mehr bewegen können. Geht noch. Okay, cool. So, und jetzt gucken wir im Inventory und vergleichen die Sachen, ob die irgendwo besser sind. Das wäre basically in allem schlechter. Das wäre auch schlechter. Na, okay, ja, also natürlich hier und da besser, aber wir gucken jetzt schon hier nach den Kampfwerten und nicht nach Geräusche und Auffälligkeit und so. Ja, alles schlechter. Ein edles, ja, das wäre halt geil, gell? Edles, langes Kettenhemd. Das werden wir uns auf jeden Fall reparieren lassen. Das merke ich mir schon mal. Ja, den Helm würde ich mir auch sehr, sehr gerne reparieren lassen. Also, edles, langes Kettenhemd und glockenförmiger Eisenhut. Handschuhe haben wir geile, die sind mega repariert. Da müssen wir jetzt nicht extra die hier oder so. Aber die könnten wir alle mal reparieren. Kann man eh gleich mal noch gucken. Kettenhaube haben wir selbst. Die wären natürlich auch mal noch besser. Komposit-Panzerhandschuhe? Ja, oder? Dann haben wir hier... Na, das ist natürlich alles wieder schlechter, klar. Einmal Leisetreter würde ich auf jeden Fall behalten. Nürnberger Schulterplatten. Hä? Was haben wir für welche an? Armrüstung. Die Nürnberger Schulterplatten wären besser. Ah nee, die sind genau gleich. Okay. Dann ist egal. Ich dachte doch, wir haben doch genau die. Wir haben vernietete Schulterplatten. Die sind ein bisschen leichter, wiegen weniger und haben aber die gleichen Werte, oder? Ah ne, jetzt wird mir doch wieder angezeigt, dass die hier besser sind. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall die Nürnberger. Ja, dann muss ich die auch noch reparieren. Verstärktes kumanisches Kettenhemd. Da müssten wir dann gucken, ob das besser ist. Als, ja, nee, der ist mir, das ist nicht unser Ding. Können wir nicht gut tragen, zwecks unserem Debuff. Okay, also jetzt passt mal auf hier. Verstärktes kumanisches Kettenhemd haben wir 40, 47, 32. Und hier haben wir 40, 46, 2. Ja, okay, also das kumanische Ding ist besser. Also kumanischer Wappenrock, glockenförmiger Eisenhut und die Kompositpanzerhandschuhe. Das müssen wir reparieren. Gott sei mit dir. Obwohl, erstmal Gespräch alles beenden. Gut. Wir gucken erstmal, was wir selbst alles reparieren können, bevor wir jetzt hier bei ihm... Na, wisst ihr, wie es ist. Okay, Schmiedeset haben wir nichts. Schuster-Set. Let's go. Ah, das ist jetzt kaputt, goddammit. Oh ja. Oh yeah, okay. Wir brauchen mehr Sets. So, welches Set fehlt uns jetzt? Ein Rüstungsset? Und irgendein anderes Set, oder? Dann gucken wir mal, ob wir jetzt bei ihm kaufen können. Lass uns handeln. So, hast du... Ja, Rüstungsset. Dann nehmen wir eins mit. Ja, zwei mit. Ja, ganz klar, okay. Klasse. Dann... Alter, na, der hat natürlich auch immer noch schon ziemlich kranken Scheiß am Start. Dann kriegst du hier sowas. Du kannst edle Schuhe haben. Wir haben edle Stiefel, die sind da krasser. Geflickte Beinlinge kannst du haben. Jagdhandschuhe, let's go. Die kannst alle haben. Die hier können wir noch reparieren. Jagdhut kann er haben, auch wenn ich den cool finde. Die Sachen können wir, glaube ich, auch alle noch reparieren. Müssten wir mal testen. Die ganzen kumanischen Sachen, abgesehen von der kumanischen Rattengeschichte, kannst du haben. Ja. Leinentuch kannst du haben. Leisetreter haben wir zweimal. Können wir die hier dann noch reparieren lassen im Zweifelsfall. War dann zwar dumm, aber ist jetzt egal. Robuster Gambeson. Gambeson. Ja. Schwarzer Google. Silberring kannst du wegen mir auch haben. Obwohl, den können wir Theresa schenken. Verstärktes Kettenhemd will ich nicht. Verzierte Ritterstiefel? Nee, wir haben edle Rattenstiefel, die sind viel besser. Warhorse Beinschienen.
Ah ja, genau, unsere vernieteten Schulterplatten können weg, weil wir wollen ja die Nürnberger nutzen. Ja, das passt. Warhorse-Beinschienen sind schlechter als unsere, genau, deswegen kommen die weg. Okay, und der Warhorse-Wappenrock kommt. Ja, nee, der ist zu cool, den kann ich nicht verkaufen, Leute. Sowas kriege ich nicht, ne, sowas kriege ich nicht übers Herz. Okay, ne, X, feilschen, kriegt dann auch was oben drauf. Reden wir über den Preis. Eben, reden wir über den Preis, Freund Nase. Schau mal hier, ne? Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Na, da freut er sich. Nun denn, recht herzlichen Dank. Ey, gar kein Thema, Alter. Okay, so, dann gucken wir wieder rein. Was können wir jetzt noch Cooles reparieren? Rüstungsset. Na, eben, seht ihr mal, 57 können wir schon reparieren. Hammergeil. Sonst hier aber nichts, okay. Jetzt muss man gerade nachschauen. Ist das jetzt auch tipptopp repariert? Ja, sind sie. Knallhart. Cool. Dann nehmen wir die an Start. Die hier müssten wir noch reparieren. Was brauchen wir dafür? Flick-Set, oder? Wie heißt das nochmal? Ihr wisst, was ich meine. Schneider-Set, genau. Das meinte ich. Okay, die Nürnberger Schulterplatten, die müssen wir jetzt noch reparieren lassen. Die kann ich nicht reparieren. Bin ich dafür zu wack? Und das verstärkte Kettenhemd hier müssen wir... Ah, nee, das habe ich schon repariert. Dann equippen wir das mal. Ja, stark. Okay. So, und dann brauche ich deine Hilfe noch bei Reparatur. Dem edlen Rattenkettenhemd. Obwohl, da ist ja das andere besser, also können wir ihm das hier direkt auch verkaufen, gell? Ja, wollte ich ja so machen, genau. Und dann hier, guck mal, die Nürnberger Rattenplatten, das passt. Ja, auswählen, genau. Dann hier falschen wir noch ein bisschen rum. Kriegst noch was oben drauf. Sprechen wir den Preis. Genau, klar. Der Preis. Wiss mal Bescheid. Preis ist heiß. Kriegst noch hier. Ne? Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Das finde ich so geil. Recht herzlichen Dank. Ey, kein Thema, weißt. Okay, cool. So, und dann kriegst du jetzt noch von mir ein bisschen Stuff und dann sind wir auch durch. Mach's gut. Ja, das hätte ich ein bisschen geschickter regeln können, aber es war jetzt echt viel Scheiß, den wir da hatten. Deswegen, ja, wisst wie es ist. Also, so, rein da. Ja, rein da. Oh, unseren glockenförmigen Eisenhut müssen wir da natürlich noch anziehen. Die können da auch direkt rein. Obwohl, wir tun die hier noch rein, dann können wir die hier behalten. So, Jagdstiefel. Könnten wir noch reparieren? Machen wir noch, kommt, warum nicht? Kettenhaube haben wir ja selbst genau die gleiche, oder? Aber wir haben sogar eine bessere, dann kann die in dem Fall auch weg. Lederrattenhandschuhe, ja genau, hier solche Geschichten, die können da alle rein. Leisetreter kann man auch noch pimpen. Nürnberger Schulterplatten, die muss ich dann noch anziehen. Ja, und dann war's das auch. Cool. Wir wollen schon den Handel abschließen. X, genau. Und dann, ja komm, das passt jetzt so hier. Zack rein da. Okay, Ruf verbessert. Da haben wir dem, glaub, gerade wieder einiges geschenkt, aber das ist schon in Ordnung. Okay, klasse. So, jetzt sind wir so gottlos zugedefft. Also, na, langsam kann mir niemand mehr was erzählen. Wir haben schon echt gut Def am Start. So. Alles klar. Dann holen wir uns noch ein Schneiderset. Können nicht sporten, wenn wir überlastet sind. Da wissen wir, wie es ist. Okay, rein hier, guck mal. Na moin. Wie ist es, lieber Schneidersmann? Gott schütze dich. Oh, ich habe ein enges Zeitfenster, deswegen kann ich nicht überziehen, hat er gesagt. Ah, nee, nicht Reparatur, ich wollte handeln. Handeln, lass uns handeln. So, jetzt holen wir hier noch so ein Rattenset, genau. Ja, hier rein da. Und dafür kriegst du von mir erstmal nichts. Das passt schon so. Hier, ja. Easy. Okay. Dann wollen wir ein bisschen reinschneidern. Ach so, Schneiderset hatte ich noch. Dann war es doch ein anderes Set. Ist es ein Schuster-Set oder ein Flicker-Set? Was ist das denn dann für ein Set? Ach, egal. Ist egal. Okay, ja, dann würde ich behaupten, wir gehen nochmal zum Gemischtwarenhändler und schmeißen dem noch den restlichen Scheiß rein und dann passt die Geschichte auch, oder? Oh, ja, jetzt muss ich mich auch hier zeitlich ein bisschen ranhalten, aber das könnte gerade noch so hinhauen, ups, da war er ja schon. Zeitlich ranhalten,
Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, der hat jetzt keine Zeit für dich, denn der hat Zeit für mich. Gott sei mit dir. Eben, hier, ja moin. Gleichfalls, lass uns handeln, Alter. Guck mal, ich hab dir einiges. Guck mal, was ich dir alles hab. Kannst hier einen rattischen Rattenstoff haben. Kannst Hirschleder haben. Kannst Höhlenpilze haben. Einen kleinen Goldkelch kannst haben. Kannst beide haben. Kannst den Kommunionskelch haben. Die Schaufel, die könnten wir eigentlich auch mal Yenda reinpacken bei Gelegenheit, oder? Die müssen wir ja nicht immer mitnehmen, ist doch Quatsch. Hier verzierter Rattenkelch, Verbände, finde ich jetzt auch nicht, dass man 14 Stück braucht. Kannst hier mal die drei auf jeden Fall haben und hiervon kannst du von mir aus auch irgendwie 4 Stück haben oder so. Wildschweinhauer, let's go, nimm mal hier unseren ganzen Cast, das passt schon. Du erhältst 399, er hat aber nur 200 Arsch, deswegen gucken wir mal nach, was er noch so für uns hat. Er hat noch für uns ein Schneiderset. Schneiderset brauche ich. Nee, Schusterset brauche ich. Wie heißt das Kackset, das ich brauche? Sollen wir noch ein paar Ringelblumenaufgüsse mitnehmen? Ich meine, klar könnten wir die selbst herstellen, aber ne, komm, nehmen wir noch 2 mit, dann sind wir da wieder hier even, das passt so, und dann, ja, ist das auch in Ordnung. Ja, ja, das ist okay. Will ich aber auch hier einen Ruf verbessert sehen, ganz klar. Okay, guck mal, Yenda, dann packen wir dir mal ein paar Sachen rein. Hier zum Beispiel die Schaufel, die müssen wir jetzt nicht immer im Inventar haben, das ist egal. Dann hier solche Sets, die kannst du auch dabei haben. Dann haben wir einfach den ganzen Kladderadatsch, den wir, ich sag mal, manchmal brauchen, aber nicht immer brauchen, auf Pump noch bei Yenda drin. Wisst ihr, wie ich meine? Das macht, glaub, Sinn so, oder? Ich würde behaupten, das macht Sinn so. So, und jetzt sind wir immer noch bisschen zu schwer, aber gar nicht mehr viel, genau. Edle Stiefel können wir auch immer dabei haben, oder? Wenn wir irgendwo edel aussehen wollen und so. Ja. Komm, pack mal die auch rein. Jagdhandschuhe. Leichter kumanischer Helm könnte ich noch verkaufen. Jagdstiefel und Leisetreter. Leisetreter, bisschen weniger Death, aber dafür halt nochmal besser, wenn es darum geht, Sichtbarkeit und so. Das heißt, ich würde sagen, die Jagdstiefel kommen weg, die Leisetreter behalten wir erstmal. So, ja, und dann passt das. Jetzt bin ich fast zufrieden. Jetzt verkaufen wir ihm noch kurz ein bisschen Quatsch und dann habe ich's und wir sind voll durch, Leute. Dann haben wir so verwaltet, dann haben wir erstmal wieder Ruhe und das muss einfach auch ab und zu mal sein, oder? Also, er hat ja nichts mehr. Never mind, okay. Dann verkaufe ich die beiden Sachen noch schnell offscreen und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Oder ich mache schnell Anfang nächste Episode. Ich wünsche euch was, lasst Liebe da, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und so. Haltet die Ohren steif.